Das letzte Mal waren wir 2020 in Marokko, hatten gedacht, wir kaufen für 4 Wochen viel ein, fahren in die Wüste und dann ist Corona vorbei. War ein Irrtum. Also jetzt, neuer Versuch, Marokko. Ist nicht das erste Mal. Von Viersen fahren wir erstmal bis nach Jerez, denn dort steht unser Fahrzeug. Unser Unimog wird erstmal richtig beladen mit sämtlichen Dingen, die wir in Marokko nicht bekommen. Dazu gehört Wein, Bier und auch Wurst, die ich gerne esse. Wenn man es sich durchrechnet, kostet es das gleiche, ob wir fahren, dann haben wir noch den Verschleiß, oder mit der Fähre und haben 1,5 Tage schon Urlaub. Wir nahmen also die Fähre von Barcelona nach Nador. Warum Nador? Weil dann brauchten wir den Atlas nicht zu überqueren, um schnellstens nach Merzouga zum Beginn der Wüste zu kommen. Denn da ist es schon wesentlich wärmer. Das waren 670 Kilometer, ohne groß über den Atlas zu müssen. Das gefiel uns besser. Und diese Strecke kannten wir noch nicht. Die andere Strecke ist wesentlich länger, ist über 1400 Kilometer. Und dann konnten wir von dort aus erst in Richtung Wüste fahren. Und dann weiter später bis nach Merzouga. Und dann hätten wir wieder zurückgemusst. Und deshalb haben wir uns entschieden nach Nador. Und von Nador aus konnte man auch sehr gut einreisen und über diese Strecke runter nach Merzouga. Wir fuhren aber dann zuerst bis Erfurt. Zwischendurch haben wir auch noch eine Übernachtung gemacht. Aber der Campingplatz oder auch bei Nador, die Campingplätze sind nicht so besonders. Das Wetter ließ auch zu wünschen übrig. Es war regnerisch und diesig an der Küste. In Erfurt war das Wetter dann schon schön und wir gingen in den Zug. Und dort gibt es auch ein gutes Restaurant, zwar außerhalb vom Zug, aber wo man in der 3. Etage einen hervorragenden Blick über den Zug hat. Und warum sind wir nach Erfurt gefahren? Um diesen Kokok de Menut zu kaufen. Das ist ein Schnellkochtopf. Diese Größe gibt es bei uns an sich überhaupt nicht. Ist ideal fürs Wohnmobil. Wenn man die Wüste fährt, sehr wenig Wasserverbrauch. Sehr einfach zu bedienen. Sehr einfach. So. Und das beste Rezept ist, man kauft eine Lammkeule, zerlege sie, lege sie rein, Knoblauch und Zwiebeln dazu und dann ertränke man die ganze Sache in Wein. Und dann sucht man sich ein wunderschönes Gelände, wo man einen Tag mit fährt. Das Ding kann man gut zuschrauben. Der ist dann total dicht und dann 20 Minuten kochen. Ich kann sagen, das ist dann Lammkeule. Das ist mal was anderes. Manche Dinge begeistern mich einfach. Dann sind wir von Erfurt weiter nach Merzouga gefahren, wo die großen Dünen beginnen. Da war nicht so viel los. Wir hatten einen schönen kleinen Campingplatz. Der hatte auch einen Pool, aber der Pool, der war noch seemäßig, also von der Wassertemperatur auf jeden Fall. Deshalb hatten wir nach 1-2 Tagen dann auch genug und fuhren in die Wüste und suchten uns da einen schönen Stellplatz. Da hatte man seine Ruhe, stand da angenehm. Ja, es hatte 6-7 Tage vorher geregnet. Jetzt machten wir uns weiter auf die Reise von Merzouga in Richtung Zagora, war unser Endziel. Die erste Strecke ließ sehr gut fahren, aber dann bei Ramila muss man normalerweise durch den Fluss. Das war recht schlammig, sehr schlammig würde ich sagen. Also da hatte ich absolut keine Lust da reinzufahren. Es ging auch eine Spur, aber die endete nach 20-30 Meter, also Wende. Den Fluss runtergefahren, einmal probiert, zweimal probiert und beim 3. Mal haben wir eine relativ feste Durchfahrt gefunden. Mussten dann über einen Pass. Und dann kamen wir wieder auf die alte Strecke zurück. Von da aus konnte man über eine sandige Strecke, aber gut zu fahren, weiter bis Sidi Ali. Sidi Ali hätte man geradeaus durchfahren können, aber da hatte sich jetzt durch den großen Regen ein kleiner See gebildet. Klein ist übertrieben, der war also schon so groß, man konnte auf keinen Fall durchfahren. Und so mussten wir den auf so einen kleinen Truck umfahren. Das war an für sich nicht schwierig, denn der Truck war gut zu befahren. Und als wir da am Ende des Sees ankamen, da fanden wir dann auch schon 2 andere Fahrzeuge aus Deutschland stehen. Unter anderem einen Unimog. Das passte prima. Das waren Leute, die gleichgesinnt waren. Also haben wir uns dazugestellt und haben mehrere Tage dort verbracht. Es war jedes Mal ein fantastischer Sonnenuntergang. Und wenn wir
abends nach dem Sonnenuntergang und zusammensetzten. Die Temperatur war angenehm. Das war gar nicht so schlecht. Das hat uns sehr gut gefallen. Und nach einigen Tagen fuhren wir dann weiter in Richtung Zagora. Die Strecke war teilweise etwas steinig, rappelig, aber ansonsten gab es auch lange sandige Passagen, die sehr gut zu fahren waren. Man kam dann wieder auf die RN17, das ist die Strecke, die von Erfurt runterkam oder von Merzuga. La Palmeras ist ein schöner Campingplatz, dort waren noch zwei andere Unimox, die hatten noch auf ihrem Auto stehen, dass sie 4x4 hatten und über den Atlas gekommen waren. Aber unseren Gruß erwiderten sie nur mit kurzem Nicken. Die gehörten irgendwie einer anderen elitären Gruppe an. Die nahmen mit uns keinen Kontakt auf und suchten auch keinen. Wir gingen dann schön essen. Davor ist nämlich ein gutes Restaurant, wo man hingehen kann, und sind einige Tage auf dem Campingplatz geblieben. Im Süden lag der Erchigaga, das große Sandgebiet, wo man an für sich sehr schön fahren kann. Jetzt wäre der Weg gewesen nach Mamet, aber Conny hatte was gegen Mamet. Staubig, dreckig, schmutzig, das hatte sie zweimal erlebt. Also fuhren wir eine andere Strecke. Die ging nördlich vorbei, mehr oder weniger. Aber sie war eine einzige Katastrophe. Nie mehr werde ich diese fahren. Sowas von Rappelpiste und überhaupt landschaftlich nicht schön. Die Regel besagt, wenn noch zwei Finger da sind, bevor die Sonne untergeht, sucht ihr einen Platz. Den haben wir uns dann auch gesucht, der war sehr schön. Wir standen da einsam und alleine. Es war dann auch noch ein hervorragender Sonnenuntergang, farbig. Und am nächsten Tag sind wir dann morgens weitergefahren nach Formsquid. In Formsquid gibt es einen guten Campingplatz. Wir trafen dort Herbert und Katharina. Sie waren auch mit dem Unimog unterwegs. Von Formsquid in den Chigaga sollte man die Route anders anfahren. Von Formsquid fährt man dann in Richtung Südwest vor der Gebirgskette und dann kommt man an einen Polizeiposten. Alles ist schön sandig zu fahren, weich und nicht die Rappelpiste. Und dann fahren wir über diesen Pass in Richtung Lake Eriki und können den unten dann kreuzen. Und dann kommt man auch an den nicht so hohen Dünen an. Dort kommt man rüber. Und dann, wenn man möchte, noch zum Erg Zeer, einen kleinen Abstecher, rein in den Draht und dann bis mal mit runter oder eben man fährt Dünen, leichte Dünen sind das nur. Denn die großen Dünen, die sind direkt hinter dem Lake Eriki. Wieso, wo ich das hier eingezeichnet habe. Wasser ist normalerweise da nicht drin. Aber jetzt, wo es geregnet hat, gab es da einige sehr schlammige, gefährliche Ecken, wo man drin versinken konnte. Kamele gab es dann irgendwann massenhaft auf der Strecke, als wir weiter nach Tata fuhren. Tata ist an sich keine Stadt, wo man bleiben muss. Wir sind dann von Tata aus weiter gefahren in Richtung Tafraute. Tafraute ist von, egal von welcher Ecke man kommt, immer eine fantastische Landschaft. Es gibt hier an sich alles zu kaufen, was man braucht, und Campingplätze 3 oder 4, aber man kann auch überall in so Palmenhainen stehen. Kostet dann so 15 Dirham, das sind 1,50 Euro, also kein Geld. Und der Service ist ganz gut. Die bringen also Wasser teilweise, die holen die Toilette ab, den Müll holen sie ab. Also da bemüht man sich um den Tourismus. Und wir hatten einen schönen Platz gefunden. Tja, da haben wir uns dann erstmal hingestellt. Aber es sind natürlich hinter jeder dritten Palme stand ein Auto. Das muss man dann klar sehen. Abends war es dann natürlich ganz fantastisch. Wir hatten Vollmond und das sah super so aus. Da konnte man noch lange draußen sitzen, denn hier war es auch wesentlich wärmer. Wir wachten dann die Nacht, schliefen gut und am nächsten Tag schien die Sonne. Und jetzt wollte ich meine Hängematte aufspannen. Aber es war natürlich wieder mal kein Baum, aber dafür hatte Peter sich eine neue Konstruktion ausgedacht. Da, wo ich normalerweise die Kabine dran aufstelle, wenn ich sie abnehme vom Fahrzeug, hatte ich mir zwei Vierkantrohre reingeschoben. Und das war eine wunderbare Lösung. Ab jetzt auch mitten in der Wüste Hängematte liegen. Das war das, was ich gerne machte. Ein Buch oder Musik hören und etwas hin und her schaukeln.
Wir blieben einige Tage hier in Tafraute und machten uns dann auf den Weg nach Marrakesch. Wir hatten die Absicht, den Hohen Atlas auf so einer einsamen Straße zu überqueren. Ist uns dann nicht ganz gelungen, weil die Straßen zu waren. Aber was ich toll fand, hier, 50 Kilometer weg vom nächsten Ort, Internet. Das ist was. Zu Hause muss ich in die erste Etage zum Telefonieren. Die Strecke war hier auf 2200 Meter. Das war mehr ein verbreiterter Radweg und so ging das kilometerweit. Wir hatten uns dann verfahren, muss ich mal so sagen. Wir mussten wieder zurück, aber es war ein tolles Erlebnis, dort zu fahren. Abends fanden wir dann wieder einen schönen Platz in der Nähe von einem kleinen Städtchen und schon kam auch irgendeiner und fragte, ob wir irgendwas brauchten, dass wir hier auch sicher stehen, der Polizist wäre informiert, hier wäre es gut und so weiter. Es war echt nett, wie man besorgt war uns. Am nächsten Morgen kam auch schon wieder einer. Sie wollten uns nichts verkaufen, sondern sie haben nur gefragt, wie es uns ging. Also ich fand das toll. Und dann sind wir wieder zurück auf die Hauptstrecke und in Richtung Tessin Test. Das ist natürlich auch so eine Strecke. So 2 bis 3 Stunden krabbelt man da hoch bis ganz oben. Und ja, da sind einige Strecken, die sind schön und einige, die sind sehr eng. Das ist ganz unterschiedlich. Und wer also irgendwie Höhenangst hat, da der sich denkt, da an dich, da solltest du nicht fahren. Ja, denn das ist teilweise, geht das so 300, 400 Meter ganz steil runter. Und die Auffahrt war noch sehr gut und die Abfahrt ist auch relativ gut asphaltiert. Aber nachher, die Strecke, die weiter in Richtung Marrakesch geht, da hatten wir dann etliche Flussdurchfahrten zu meistern, weil durch den Regen doch einiges da weggeschwemmt war. Aber wie gesagt, ein Unimog, der schafft das alles. Und ich will auch so sagen, jeder Toyota und Land Rover hätte das genauso gemacht. Uns ist so ja noch ein Wohnmobil begegnet, so ein Sprinter. Und der meisterte das auch ohne Probleme. In Marrakesch gibt es einen super Campingplatz. Da waren wir dann für 2, 3 Tage. Hier trafen wir dann mit ihrem Kat, Christelle und Klaus. Und wir hatten einige nette Abende. Es war auch sehr warm dort. Dann ging es weiter in Richtung Tangamet, wo wir die Fähre schon gebucht hatten. Davor machten wir aber noch einen Stopp in Asila. Asila ist ein sehr schöner Ort, hat an für sich 2 Campingplätze, aber die sind nicht besonders, man muss sagen, die sind relativ verlebt. Das ist hier die Medina von Asila und die könnte man sich unbedingt ansehen, denn die ist sehr schön. Was uns dieses Jahr an Marokko so aufgefallen ist, es wurde sehr viel in den letzten 4 Jahren, wir waren 2020 zuletzt hier, gebaut, verbessert an Straßen. Irgendwie hat man das Gefühl, alles ist sauberer geworden, ordentlicher, moderner. Das hat an sich uns sehr positiv beeindruckt. Auch hier in dem Ort, wo wir waren, alles sehr schön gemacht. Naja. Gut, wir kaufen dann noch ein paar kleine Andenken für die Enkelkinder. Ob es ihnen gefällt, ja, das wissen wir noch nicht. Und dann ging es auch schon nach Tangamet. In Tangamet wurden die Autos alle geröntgt. Da mussten wir aussteigen. Die Fähre erwartete uns. Wir waren dummerweise die Letzten, weil wir nach Barcelona fuhren, die anderen weiter bis Genua, die einsteigen konnten. Es war dann schon nach Mitternacht, als wir einfahren wollten, aber dann wurden alle Fahrzeuge nochmal gründlich untersucht, weil 2 versucht hatten, visafrei über den Zaun einzureisen. Die wurden aber von der Polizei abgeführt. Ja, wir haben dann eine nette Nacht verbracht und am nächsten Tag war strahlender Sonnenschein. Das hat uns dann gefreut. Wir haben 2 Nächte auf dem Schiff verbracht und dann am nächsten Mittag waren wir in Barcelona. Und eine Stunde später zu Hause. Unser Dicker wurde dann dort wieder geparkt, unser Auto gepackt, unser Motorrad, was wir wieder zurücktransportieren wollten, das haben wir geladen und dann hatten wir 12 Stunden Heimreise. Wir haben 4 angenehme Wochen in Marokko verbracht und ich muss sagen, landschaftlich bietet das Land sehr viel. Die Wüste im Süden, danach kann man in den Anti-Atlas, bei Tafraute zum Beispiel, dann hoch in den Hohen Atlas,
Marrakesch. Es ist super. Schönes Wetter, gute Reise. Hat uns gefallen. Ist zu empfehlen. Ach ja, und immer wieder werden wir gefragt, wie bekommt ihr den Roller da oben hoch? Ganz einfach. Mit einer normalen Winch und eben einer etwas anderen Konstruktion, die das Ding hochhebt, bis das oben ist. Und dann wird es eingerastet mit einem Basquillbeschlag. Und das reicht dann noch voll und ganz aus. Das ist dann total mit der Karosserie verbunden. Das kann man natürlich nur machen, wenn man einen stabilen Gitterrohrrahmen hat. Wer so einen Pappdeckelrahmen, nein, das ist ja übertrieben, Pappdeckel wäre das Falsche, Sandwich-Bauweise hat, da ist natürlich nicht die Chance, was dran festzuhaben. Aber was soll's. Bis dann. Ciao. Wenn es gefallen hat, im Übrigen, Daumen hoch, freuen wir uns immer drüber. Bis dann.